denke, für Unternehmen ist sehr wichtig, eine eigene Kompetenz aufzubauen. Also, dass sie auch selbst in der Lage sind, E-Learning-Produktionen durchzuführen und sie auch zu bewerten. Der Trend ist in Unternehmen ohnehin groß, also in Anwenderunternehmen, selbst auch Inhalte zu erstellen. Wir haben eine Umfrage gemacht im Rahmen der LearnTech. Wir haben unsere Referenten, unsere Experten befragt. Und das war eine sehr interessante Aussage. Also die sehen einmal den Zuwachs an E-Learning, die Bedeutung, als steigend und sehr steigend an zu 80%. Das heißt, es wird einen größeren Einsatz geben in Unternehmen. Und sie erstellen auch immer mehr selbst Inhalte. Also selbst große Budgets werden innerhalb des Hauses durch eigene Produktionsteam bewältigt. Ganz vorne an sind die Software-Schulungen, das heißt unternehmenseigene Software oder Software, die genau an die Unternehmensbedarfe angepasst wurden, werden in selbst erstellten Lernprogrammen angeboten. Und das zweite sind Produktschulungen. Und da sehen wir auch ein großes weiteres Betätigungsfeld für E-Learning, nämlich E-Learning in Marketing und Vertrieb. Wir haben so viele Produkte, die geschult werden, die für den Vertrieb wichtig sind, die für Kunden wichtig sind. Und oft ist es für ein Unternehmen schwierig, das erstmal einer Agentur zu vermitteln. Deswegen wird das dann innerhalb der Produktionsteams selbst erstellt. Es passiert sehr viel Learning by Doing. Man eignet sich was an, man probiert was aus, aber richtig so einen akademischen Unterbau, einen richtig vernünftigen Unterbau hat kaum einer. Und wir haben uns überlegt, im Rahmen des Teams zusammen mit Professor Linda Breitlauch und dem Dr. Seitz, haben wir ein Steinbeiß-Institut gegründet, das Steinbeiß-Institut for Learning, Design und Management. Und wir werden jetzt im Laufe des Jahres einen Masterstudiengang anbieten. Wir sind gerade in der Akkreditierungsphase, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, um Mitarbeiter fit zu machen für das Thema E-Learning in Unternehmen mit all seinen Facetten. Mobile, Game-Based, wir haben es alles auf dem Schirm sozusagen. Das Entscheidende bei diesem Studiengang ist, es ist ein Projektkompetenzstudium. Das heißt, der Mitarbeiter ist wie bei einem dualen Studiengang vorwiegend im Unternehmen. Das Unternehmen zahlt auch seine Studiengebühr und er ist wochenweise an der Hochschule. Das ist ein bisschen anders im Rahmen dieses Studiengangs wie bei den üblichen dualen Studiengängen, wo man 3 Monate im Unternehmen ist, 3 Monate an der Hochschule. Uns ist der Austausch zwischen Praxis und Studium wichtig. Deswegen ist man 5, 6 Wochen im Unternehmen, 1 Woche an der Hochschule. Und die Aufgaben, die man im Rahmen des Studiums gestellt bekommt, haben auch immer einen ganz engen Bezug zu der Tätigkeit im Unternehmen, sodass wir auch die Verzahnung von Praxis und Theorie möglichst intensiv hinbekommen. Und wir merken an der Reaktion der Unternehmen, das ist, was sie eigentlich benötigen. Um ehrlich zu sein, Unternehmen sind schon viel, viel weiter als Schule und Hochschule. Also es kommt nicht von der Schule über die Hochschule in die Unternehmen, sondern es ist genau umgekehrt. Die Unternehmen sind viel weiter, viel experimentierfreudiger, machen einfach schon viel mehr. Das heißt, jetzt können Hochschulen und Schulen davon profitieren. Es ist leider so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viele auf die Schule gucken und gucken, was passiert in der schulischen Bildung und was da in E-Learning passiert, ist noch viel, viel zu wenig. Und man ist sich dessen gar nicht bewusst in der Öffentlichkeit, vielleicht weil es einfach noch nicht so präsent ist oder der Presse vielleicht auch noch nicht so wahrgenommen wird, dass die Unternehmen schon viel mehr im Bereich Mobile Learning machen, viel mehr im Bereich Serious Games einsetzen. Also da die Möglichkeiten, die da sind, werden da genutzt. Von daher können Schule und Hochschule sehr viel von den Unternehmen lernen. Also ich denke, im schulischen Bereich haben wir die besondere politische Konstellation mit Bund und Ländern und die Lehrer fordern, dass da mehr passiert, mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, sonst passiert nämlich in Schule nichts. Also wir müssten jetzt dort wirklich mal auf politischer Ebene schaffen, eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Sonst geht da wirklich nichts voran und wir sind, was Deutschland angeht, wirklich ganz übel im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Staaten der Welt, was digitales Lernen in Schule angeht und digitale Kompetenz von Schülern. Also da muss einiges passieren. Das ist sicherlich der Grund eher politischer Natur, dass wir in Schulen noch nicht so viele Initiativen haben. Und es liegt übrigens nicht an den Lehrern, was ja immer so ein bisschen kolportiert wird. Die Lehrer sind nicht offen fürs digitale Lernen, die sind sehr wohl offen. Die haben aber weder Schulung noch die Mittel noch die technische Ausstattung. Und deswegen wird es Zeit, dass man da wirklich mal ein Augenmerk drauf setzt. Bei der Hochschule kann ich es nur vermuten, da gibt es auch einzelne Initiativen. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Professor, der natürlich auch Wert darauf legt, in Präsenz vor seinen Schülern zu stehen. Und seinen Studenten besser gesagt zu stehen und von daher die einzelnen Initiativen, die es schon gibt, haben aber auch noch kein Gesamtkonzept abgebildet. Also ich finde dieses Hochschulforum Digitalisierung eine sehr, sehr gute Initiative, weil ich glaube, man muss Kräfte bündeln, um auch ein Thema voranzutreiben, was so einen großen Schritt auch bedarf.
Von daher müsste da wirklich viel zusammenkommen und man muss schon eine gewisse Macht auch darstellen, um das in alle Köpfe zu bringen. Denn es muss auch wirklich in alle Köpfe rein. Und es muss, und das finde ich besonders wichtig, nicht einzelne Initiativen. Wir haben viele Leuchtturmprojekte in den Schulen, in den Hochschulen. Wir brauchen eine Gesamtstrategie und die müssen wir vorantreiben. Und das geht tatsächlich nur in einer konzertierten Aktion. Und wenn wir da ein gemeinsames Ziel haben, Unternehmen haben, glaube ich, im Vergleich dazu einfach wesentlich mehr Druck. Die müssen ihre Mitarbeiter fit halten. Die Welt entwickelt sich sehr schnell voran. Wir müssen, was das Training der Mitarbeiter angeht, eben mithalten.